Gott hat dich mega gern. Und ich glaube, du weißt das schon, gell? Du spürst das. Deine Mami und dein Papa haben dir das sicher erzählt. Das ist so schön. Ich möchte dir gerne helfen, dass du das auch noch etwas bewusster kannst sehen und spüren. Und zwar nicht, weil es dann stärker ist. Gott liebt dich sowieso, ob du das merkst oder nicht. Aber ich glaube, wenn wir das bewusst beobachten können und auch wieder sehen, dann hilft einem das auch in Momenten, wo man vielleicht mal ein bisschen traurig ist, dass man es eben gleich noch sieht, auch wenn man es vielleicht im Herz gerade nicht spürt. Und ich habe erlebt und gemerkt, dass Gott sehr fest so mit mir redet, wie ich das gut verstehe. So wie ich halt ein bisschen ticken und bin. Ich zum Beispiel, ich habe schon noch Freude an schönen Sachen. Aber das Zeug kostet halt manchmal kein viel. Und ganz häufig merke ich, dass Gott mir schenkt, dass es irgendwie in einem Laden gerade ein bisschen billiger ist. Dass ich es eben gleich kaufen kann. Und irgendwie an so etwas merke ich schon, ich glaube, er hat mich schon gern. Oder ich liebe es, wie er Tiere hat gemacht. Die sind so schön. Da kumpelt mein Herz. Das ist einfach so schön. Und wenn ich an einem Tier zuschaue und sehe, wie liebevoll es gemacht ist, Gott hat ja das gemacht, dann spüre ich, dass Gott ein guter Gott ist und was gut mit mir meint. Und ich habe eben gedacht, ich mache jetzt mit dir eine Übung. Und zwar habe ich ein Blatt auf die Seite getan. Die Mami kann dir das dann ausdrucken. Und dort sind so Fragen wie, was ist deine Lieblingsfarbe? Was schmeckst du am liebsten? Was hast du sehr gern? Und du kennst das sicher so ein bisschen von Freundesbüchern. Und du kannst das mit der Mami zusammen ausfüllen. Und nachher tust du ein bisschen in den Tag hineingehen und ein bisschen schauen, ob Gott dir vielleicht heute etwas geschenkt hat mit deiner Lieblingsfarbe. Oder etwas, was du gerne schmeckst, hast dürfen schmecken. Und vielleicht, wenn du ein bisschen so durch den Tag gehst, spürst du, dass Gott an dich denkt und dir Freude machen will. Wenn du mal einen Tag nichts Sättiges erlebst, hat das keinen Zusammenhang, ob Gott dich gerne hat oder nicht. Wie gesagt, er hat dich sowieso gerne. Was ich ein bisschen will, ist, dass dir ein bisschen bewusster werden darf, dass er da ist. Aber er ist da, ob wir es sehen oder nicht, gell? Jetzt hoffe ich, du kannst den Zettel ausfüllen und Freude haben am Entdecken, dass Gott dich sieht und spürt und kennt. Und ich habe noch eine andere Übung auf dieser Seite. Ich tue die unter dem Post verlinken, kannst du Mami sagen, sie soll da mal anschauen. Weil ich habe eben auch ein Spiel gemacht mit meinen Kindern, dass wenn sie eben etwas gespürt haben, dass Gott da ist, dass sie einen Kaugummi in eine Maschine tun oder ein Kleberli kleben, einfach um es nicht zu vergessen. Vielleicht habt ihr Lust, das auch zu machen oder lasst das weg, das ist egal. Okay, tschüss.